Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch gerne vorstellen, was ich jetzt gerade Stand Mitte November so lese und auch höre, weil ich jetzt gerade in den letzten Tagen wieder vermehrt auch Hörbücher höre und ja, euch einfach mal zeigen wollte, was ich einfach gerade so da so höre. Es sind jetzt gerade zwei Hörbücher, die stelle ich euch gleich vor. Erstmal aber zu den physischen Büchern sozusagen. Da lese ich gerade drei parallel. Ja, das sind zwei Thriller bzw. Krimis, also eher Spannungsromane und ein ganz typischer Roman, würde ich sagen. Ich zeige euch gleich, was ich meine oder welche Bücher ich meine. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr Interesse habt, das Video zu gucken. Schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, was ihr gerade so lest, welche Bücher. Das würde mich auch sehr interessieren und natürlich auch, wie sie euch gefallen und so, wo ihr gerade seid. Ja, lasst uns gerne ein bisschen darüber austauschen und dann würde ich sagen, los geht's. Das erste Buch, was ich gerade lese, gefällt mir von allen dreien bisher leider am wenigsten, muss ich sagen. Es geht um Normal People von Sally Rooney, die englische Ausgabe hier, das englische Taschenbuch. Es geht kurz gesagt um ja, zwei Protagonisten hier, einmal Connell und Marianne. Die kennen sich schon relativ lange, sie gehen auf die Highschool, in Irland spielt das Ganze übrigens, richtig cool. Möchte ich auch unbedingt mal hin. Und ja, die beiden sind sehr, sehr unterschiedlich. Also Marianne ist eher in der Schule so, ja, die Außenseiterin. Keiner möchte wirklich was mit ihr zu tun haben. Sie hat eigentlich keine Freunde. Ja, zu Connell fühlt sie sich schon ein bisschen hingezogen und er zu ihr auch. Und die beiden beginnen auch was miteinander, aber ja, möchten nicht eingestehen, dass sie da eine Verbindung haben, weil man möchte nicht mit den uncoolen Leuten gesehen werden. Also deshalb, ja, machen die das Ganze so alles ein bisschen privat und geheim, halten sie ihre Beziehung, falls man es so nennen kann. Und wir verfolgen sie dann auch eben noch auch im College-Alter. Also da bin ich jetzt gerade, ich weiß nicht, wie lange wir die beiden noch verfolgen, also wie alt die dann schlussendlich sind. Aber das ist so ein bisschen die Story. Es klingt schon nicht sehr, sehr ungewöhnlich, würde ich sagen. Also es klingt nach einer normalen Geschichte. Also was ist schon normal, aber ihr wisst, denke ich mal, wie ich das meine. Und um ehrlich zu sein, also ich bin jetzt auf Seite 120, genau. Und das ist auch schon so ungefähr die Hälfte des Buchs, falls man das so sehen kann. Also das Buch hat so 250 Seiten. Das Lesezeichen rastet ein bisschen aus. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann keine Verbindung zu den beiden Charakteren irgendwie aufbauen. Weder zu Connell noch zu Marianne. Beide sind mir sogar sehr, sehr unsympathisch, um ehrlich zu sein. Und es ist so, wenn ich zu keinem Charakter hier wirklich einen Bezug aufnehmen kann, dann ist das schon mal irgendwie kein gutes Zeichen. Und dann reizt mich das Buch auch irgendwie nicht so, das weiterzulesen. Das habe ich leider gerade hier total. An sich, der Schreibstil ist ganz gut. Er ist sehr einfach, man kommt da gut durch. Aber ich weiß nicht, ob das so ein englisches Ding ist manchmal. Oder ein irisches Ding speziell. Aber es gibt hier in dem Buch keine Anführungszeichen, wenn jemand spricht. Also bei wörtlicher Rede. Und am Anfang hatte ich ein bisschen damit zu kämpfen, um ehrlich zu sein. Also da musste ich mich erstmal ein bisschen reinfinden. Mittlerweile geht's, aber ich weiß nicht genau. Also irgendwie fehlt mir da auf jeden Fall noch was. Und ich bin mal gespannt, wie es noch so wird jetzt auf den nächsten Seiten. Aber ich weiß nicht. Noch bin ich auf jeden Fall nicht überzeugt, leider. Schreibt mir gerne mal, ob ihr das Buch schon gelesen habt und wie es euch gefallen hat. Sally Rooney hat ja auch noch ein anderes Buch, und zwar Conversations with Friends. Das möchte ich vielleicht auch noch lesen, weil es klingt ein bisschen spannender, aber ich weiß es noch nicht. Es gibt ja aber auch eine Serie und die wiederum soll gut sein. Also bin ich mal gespannt. Dann als nächstes lese ich gerade, und da bin ich auch am weitesten mittlerweile, von Ragnar Jonasson Insel, der zweite Teil der Hulda-Trilogie. Es gibt ja drei Teile. Der erste Teil war Dunkel, den habe ich sehr, sehr geliebt. Jetzt eben Insel, und der dritte Teil ist Nebel, der ist sogar auch schon erschienen. Und das ist ja eine besondere Reihe, weil die ganze Geschichte von Hulda, das ist hier unsere Protagonistin, sie arbeitet bei der Polizei, spielt in Island. Sie wird von hinten nach vorne erzählt. Also wir starten mit Dunkel chronologisch am neuesten. Also ich glaube, das spielt 2018, 19. Und dann arbeiten wir uns hier in Insel, sind wir zum Beispiel in den 80ern. Und Nebel spielt dann eben nochmal früher. Also so arbeiten wir uns dann eben vor, von hinten nach vorne. An sich super cooles Konzept, finde ich auch echt gut. Aber hier der Fall, beziehungsweise das Buch, ich weiß nicht. Also hier bin ich jetzt mittlerweile auch schon auf Seite 290 und das Buch hat 350 Seiten. So viel fehlt also nicht mehr.
Aber ich lese das in Buddy Read mit Lisa. Wir haben beide schon gesagt, irgendwie fühlt es sich so an, als wären wir noch auf den ersten 100 Seiten oder so, weil irgendwie noch nicht so viel passiert ist. Und um ehrlich zu sein, finde ich auch den Fall hier nicht so mega spannend. Also ich finde es spannend, Hulda wieder hier zu verfolgen. Ich mag sie auch echt gerne als Protagonistin, aber ja, es spielt halt sehr auf einer einsamen Insel mit einem einsamen Sommerhaus und dann vier Freunden und dann wird eine tot davon aufgefunden und dann nimmt die Geschichte so ihren Lauf und Hulda ermittelt hier eben in dem Fall. An sich super spannend, aber gleichzeitig fehlt mir hier irgendwie was. Also auch hier ist der Schreibstil wieder super einfach und ich weiß gar nicht, was mich jetzt so genau stört, aber es wird sehr, sehr viel um den heißen Brei rumgeredet, sehr, sehr viele Informationen, wo ich mir so denke, sind hier jetzt zwingend notwendig gerade, beziehungsweise ist das jetzt wirklich relevant für die Geschichte? Das frage ich mich halt immer. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie der Fall jetzt noch enden soll. Es sind ja nicht mehr viele Seiten, wie man sehen kann. Mittlerweile oder momentan ist es eher so ein 3-Sterne-Buch. Da fand ich Dunkel auf jeden Fall viel besser. Aber mir wurde jetzt auch geschrieben, dass das der schwächste Teil sein soll und Nebel dann wieder richtig gut sein soll. Also mal gucken, ich bin gespannt und werde euch natürlich ja, weiterhin auf dem Laufenden halten. Und dann das dritte Buch, was ich gerade lese, ist von Arno Strobel, Die App. Also auch wieder ein Psychothriller, steht hier vorne drauf. Es geht eben um so ein typisches Smart-Home-System, also wo man zu Hause ja quasi alles steuern kann und so ähnlich wie Alexa eben auch Befehle erteilen kann und dann geht das Licht an, geht das Licht aus und ja, Alexa macht dann quasi alles für dich. Hier in diesem Buch ist es Adam, das System heißt Adam oder Adam, ich weiß nicht genau. Und wir lernen hier Hendrik und Linda kennen, die eben dieses System bei sich zu Hause installiert haben. Und eines Nachts verschwindet dann aber Linda spurlos aus dem Haus. Und es sieht gar nicht aus wie, ja, irgendwie, als wäre sie entführt worden oder so. Es sieht so aus, als hätte sie Hendrik freiwillig verlassen. Der kann sich das aber überhaupt nicht erklären. Und auch von der Polizei, die glauben ihm da auch nicht so wirklich. Also er steht relativ alleine da und fängt dann an, eben selbst zu ermitteln. Und ja, wohin ihn das Ganze führt, das muss ich auch noch erfahren. Da bin ich jetzt ja auch ungefähr bei der Hälfte. Ich gucke gerade mal die Seitenzahl. Ja, ungefähr 200. Auf Seite 200 bin ich. Ich finde es super, super spannend bisher. Also es ist so atemlos geschrieben und rasant. Es vergeht keine Seite, auf der mal Langeweile aufkommt. Und es gab bisher schon so viele Plot-Twists. Und ihr wisst, ich bin so ein großer Fan davon. Und auch das Thema an sich finde ich halt super spannend. Es ist sehr aktuell auch und einfach sehr erschreckend auch irgendwie, sich damit so zu beschäftigen und ja, auch so ein bisschen die Tücken des Systems zu erkennen, mehr oder weniger. Also ich finde es super fesselnd bisher. Bin echt gespannt, in welche Richtung das Ganze noch gehen wird, weil ich da bisher auch irgendwie überhaupt keinen Plan habe, so wirklich. Also ich weiß nicht, wie es ausgehen könnte. Ich habe mich leider schon ein wenig gespoilert, weil ich habe neulich das Buch so einfach so durchgeblättert und dann bin ich auf ein Wort gestoßen und dachte mir so, nein, das kann jetzt nicht wahr sein. Also ich habe mich, wie gesagt, ein bisschen gespoilert, aber ist okay. Ist okay, alles gut. Also ich bin trotzdem gespannt, wie die Geschichte eben so ihren Lauf nimmt. Und werde euch natürlich auch da gern auf dem Laufenden halten. Übrigens haben auf Instagram mir das so viele von euch empfohlen auch. Weil ich stand neulich vor der Frage, soll ich mir ein Weihnachtsbuch kaufen oder das hier? Habe ich dann für das entschieden und 99% waren so super gute Entscheidungen. Das Buch ist so spannend, du wirst es lieben. Also, ja. Bisher kann ich das auch echt bestätigen. Kommen wir jetzt zu den zwei Hörbüchern, die ich gerade noch höre. Ihr wisst, ich höre alle meine Hörbücher mittlerweile nur noch auf BookBeat. Es ist, ja, ich erkläre es gerne nochmal für alle, die es noch nicht vielleicht kennen sollten. Es ist quasi eine Streaming-Plattform für Hörbücher. Also ihr habt, glaube ich, mittlerweile über 75.000 Hörbücher dort. Und ihr könnt das, es gibt verschiedene Modelle. Also ihr könnt euch für das Abo-Modell entscheiden, dass ihr im Monat 30 Stunden hört und bezahlt da eben einen gewissen Betrag oder ihr entscheidet euch für BookBeat Premium und da könnt ihr dann eben unbegrenzt hören im Monat. Finde ich halt super, weil man bei anderen Streamingdiensten halt immer ja für ein Hörbuch bezahlt und auch nur das dann hören kann und so könnt ihr halt so viele Hörbücher hören, wie ihr möchtet und das eben auf die 30 Stunden jetzt, wenn ihr euch dafür entscheidet, verteilen. Also super spannend und ja, es gibt ganz viele BookBeat Originals bzw. Hörbücher, die nur auf BookBeat zur Verfügung stehen und es ist immer so aktuell. Also ihr habt direkt die neuesten Hörbücher auch dort oder die neuesten Bücher eingesprochen und ich liebe es einfach. Es gibt, glaube ich, für jeden da irgendwas, weil die Auswahl eben so gigantisch ist. Und ja, ihr könnt nach Genre suchen, da so ein bisschen rumstöbern, euch inspirieren lassen oder auch gucken, welche jetzt gerade so am meisten gehört werden.
Ich bin außerdem ein großer Fan vom Sleep Timer, weil ich ganz oft Hörbücher auch abends zum Einschlafen höre und dann eben möchte, dass das Handy sich irgendwann, weiß ich nicht, 15, 20 Minuten selbst von allein ausschaltet. Und ihr könnt auch, falls euch das, weil Hörbücher gehen ja manchmal dann wirklich so mehrere Stunden, auch 10 plus Stunden, könnt ihr auch die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen, falls ihr ein bisschen schneller durchkommen möchtet. Das finde ich halt auch super. Genau, und ich höre eben, wie gesagt, gerade 2 Hörbücher dort. Und wir machen direkt mal mit Arno Strobel weiter, weil ich höre tatsächlich jetzt auch offline von ihm dort. Ist eben auch wieder ein Psychothriller und ich dachte am Anfang vielleicht, dass das zu die App zugehört. Also das offline, weil offline kam als erstes raus, dass das irgendwie der erste Teil ist und jetzt die App der zweite Teil. Dem ist aber nicht so, das sind 2 ganz unterschiedliche Geschichten. Ja, bei offline bin ich gerade bei 15%. Ich gucke gerade hier auf mein Handy, um das nochmal euch auch genau hier mitteilen zu können. Und es geht eben, ja, um eine Gruppe von Freunden, die in ein ehemaliges Bergsteigerhotel reisen und 5 Tage dort ohne Handy verbringen möchten, ohne digitales etwas. Ja, also komplett offline, wie der eben der Titel schon sagt. Aber kurze Zeit später verschwindet schon einer aus der Gruppe von ihnen und wird daraufhin schwer misshandelt wieder aufgefunden. Ja, und dann ist natürlich die Frage, wer war das? Und vor allem, was passiert als nächstes? Weil sie sind ja offline und können sich sozusagen, ja, gar nicht verständigen oder um Hilfe rufen. Also es ist eine sehr spannende Thematik, wie ich wieder finde. Also auch sehr beklemmend natürlich. Ich habe jetzt, wie gesagt, 15% gehört. Das sind so gut, ja, 1,5 Stunden in dem Buch. Bisher finde ich es gut. Ich mag auch den Sprecher sehr, sehr gerne. Und ja, es ist auf jeden Fall wieder sehr fesselnd und spannend. Man kann das Hörbuch auch nicht ausmachen, weil es, ja, man sitzt wirklich gebannt irgendwie mit seinen Kopfhörern da und will einfach nur wissen, wie es weitergeht. Genauso geht es mir auch mit der App gerade von ihm. Also wirklich gut und ich bin wirklich auch mal gespannt, wie es in dem Buch weitergeht. Schreibt mir gerne mal, ob ihr vielleicht von Arno Strobel schon was gelesen habt, vielleicht auch eins von den beiden Büchern. Ja, ich höre dann mal bald weiter oder sehr, sehr schnell weiter und berichte euch dann natürlich, wie es mir gefällt. Und ja, das zweite Hörbuch ist von Colleen Hoover 1 und zwar das ganz neueste All das Ungesagte zwischen uns. Da bin ich bei 22% und das sind so, ja, gut 3 Stunden, die ich bisher schon gehört habe. Das ist ja, ich habe das englische Buch hier, ich zeige es euch mal eben. Und zwar ist das auf Englisch Regretting You. Wie gesagt, das habe ich hier. Ich wollte es dann auch noch auf Englisch lesen, aber mich hat das Hörbuch so angelacht, dass ich auf jeden Fall auch in das Hörbuch, in das deutsche Buch jetzt eben schon mal reinhören wollte. Es geht in dem Buch, grob gesagt, um eine Mutter-Tochter-Beziehung. Und zwar lernen wir Morgan kennen. Morgan ist die Mutter und die hat vor ein paar Jahren bei einem schrecklichen Unfall ihren Mann verloren und auch ihre Schwester zugleich. Und ja, sie trauert natürlich sehr um diesen Verlust und das ist eine zerstörte Persönlichkeit, muss man sagen. Und dann merkt sie auch noch, dass ihr ganzes Leben quasi auf einem Lügengerüst basierte. Ja, und dann möchte sie auf jeden Fall für ihre 16-jährige Tochter Clara die Fassade noch aufrechterhalten. Aber sie muss leider feststellen, dass ihre Tochter ihr immer mehr entgleitet. Und ja, es ist also sehr, sehr viel Drama. Aber so kennen wir das ja aus Colleen Hoovers Büchern. Bisher muss ich sagen, gefällt es mir schon ganz gut, aber es ist irgendwie langsamer erzählt, habe ich das Gefühl. Ich bin noch nicht so komplett in der Geschichte drin, aber ich habe ja auch noch ein bisschen was vor mir, also ich denke, das wird vielleicht noch. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ihr wisst, Colleen Hoover gehört auf jeden Fall zu meinen liebsten Autorinnen. Ich habe eigentlich auch alles von ihr gelesen, was so draußen ist und ja, also ich bin einfach mal gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, bisher noch nicht so 100% überzeugt. Es ist alles ein bisschen langsamer. Aber ich bin zuversichtlich, dass es noch wird und dass es mir noch ein bisschen besser gefällt. Und ja, werde auch hier einfach mal weiterhören, würde ich sagen. Ja, meine Lieben, das sind die 2 Bücher, die ich eben gerade höre. Falls ihr BookBeat Premium jetzt auch mal einen Monat testen möchtet, dann habe ich auf jeden Fall immer noch meinen Code. Der ist immer noch aktiv, der ist schon sehr, sehr lange aktiv. Und ich weiß, dass ganz viele von euch da schon zugeschlagen haben und auch jetzt sehr begeisterte BookBeat-Hörer sind. Ich schreibe euch den Code hier nochmal hin und verlinke euch auch in der Infobox nochmal meinen Link. Meine Landingpage, da könnt ihr raufklicken und dann gleich den Code eingeben und dann euren kostenlosen Monat starten. Und ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal ganz viel Spaß. Vielleicht findet ihr auch ein Hörbuch, was euch gefällt und was ihr dann sehr, sehr gerne hört. Also probiert das sehr, sehr gerne aus. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Büchern in die Kommentare, falls ihr sie schon gelesen oder auch gehört habt. Da freue ich mich immer sehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gerne beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss!